bei Public Sphere. Und was machen wir hier? Wir diskutieren den ganzen Tag über Politik, online und offline. Eine Debatte, so eine Art Dauerbrenner, möchten wir euch heute mal vorstellen. Und zwar, das ist die Frage, ob Europa eine Einheitssprache braucht. Also wäre es eine gute Idee, dass alle EU-Länder Englisch als Amtssprache einführen und wir alle Englisch sprechen. Eva, was spricht für die Idee einer Einheitssprache? Sehr, sehr viel, wenn man sich die Diskussion anguckt. Und wichtige Argumente, die fallen, sind zum Beispiel, dass sich natürlich alle europäischen Bürger verstehen und verständigen können. Das heißt, zum Beispiel das Arbeiten in anderen Ländern ist plötzlich viel leichter möglich. Und ein anderes wichtiges Argument ist, dass europäische Bürger über europäische Politik diskutieren können, ohne die ganzen sperrigen Übersetzungen und so weiter. Und dass das eine Stärkung der europäischen Öffentlichkeit zur Folge hätte. Nun gibt es im Forum auch Ängste. Also, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt im Jahr 2050, haben alle Englisch gelernt, alle Ämter sprechen Englisch, dass dann die nationalen Sprachen so langsam verschwinden. Und es wäre ja furchtbar schade, um Finnisch, Italienisch, Portugiesisch und so weiter, die ganze Vielfalt, die Kultur würde verschwinden. Ja, aber nur wenn jetzt die Leute zusätzlich noch Englisch sprechen, heißt das ja nicht automatisch, dass sie ihre eigene Sprache vergessen oder nicht mehr sprechen. Also ich glaube, das wird einfach eine Koexistenz sein. Als Beispiel kann man dann zum Beispiel Luxemburg oder die Schweiz anbringen, wo das ja auch funktioniert. Was völlig interessant ist, also im Forum auch, wie emotional das Thema letztendlich ist, weil Sprache irgendwie so wichtig ist für die eigene Identität, für die eigene Kultur. Es gibt hier einen Nutzer, der erzählt eine Anekdote aus Paris. Da wurde bei einer Konferenz dieser Vorschlag gemacht, Einheitssprache Englisch in Europa. Und es gab große Empörung im Publikum und es gab Leute, die standen auf und riefen, c'est la dictature. Das ist eine Diktatur. Ja, ist das so? The debate goes on.